Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Borussia Mönchengladbach zeigte sich beim letzten Heimspiel formstark bei diesem Sieg, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Ja, knappe Sache, das 1:0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? 6 Punkte aus 2 Spielen. Besser kannst du eine Spielzeit nicht beginnen. Ihr Ziel ist die Qualifikation für den Champions Cup. Und wenn sie so weitermachen, dann kann das natürlich was werden. Ein paar Worte zu Olic. Es fühlt sich bei ihm ein wenig wie eine Abschiedstournee an, Buschi. Ja. Leider. Umso mehr sollten wir uns freuen, wenn und dass wir ihn hier heute noch mal sehen können. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Egal. Holtby. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Kleber. Nikolai Müller. Der kommt gut. Wahnsinn. Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion. Das hat er richtig gut gemacht. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. André Hahn macht ihn! Ja, er macht ihn! Der letzte Pass war da entscheidend. Sie nutzen ihre Überzahl und dann ist auch der Torhüter machtlos. Ja, 2 gegen 1, da kannst du als Torwart nur darauf hoffen, dass vielleicht das Abspiel schlappig kommt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Egal. Ein gelungener Pass. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Übersicht im Strafraum behalten, Tor ist offen und dann ist passiert. Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Paul Pogba ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Juventus Turin. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Ekdal. Aaron Hunt. Den Ball, gutes Tackling. Egal.
Stindl. Er feiert heute seinen Geburtstag. Super durchgesetzt. Schuss! Der Ball ist drin, in den Winkel, nichts zu halten. Ein tolles Ding. Und den Ball wollte er genau so haben. Bei dem Schuss hat alles gepasst. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nikolai Müller. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Diekmeier. Nikolai Müller. Kommt jetzt die Flanke rein? Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Nico Schulz. Bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. Passiert leider mit ganz, ganz viel Pech. Das Eigentor muss er sofort abhaken. So, das muss er jetzt sofort abhaken. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das kann passieren. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Stindl. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Aaron Hunt. Dirmitsch. André Hahn. Nordfeit. Der Ball kommt. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Und in der Wiederholung sieht das erst so richtig schlimm aus. Mit dem Kopf macht er ihn ins eigene Tor. Ganz unglücklich. Und so einfach kann Fußball sein. Sehr, sehr guter Kopfball. Und die Präzision ist hier entscheidend. Aaron Hunt. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Der Ball kommt gut. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. Und genau so musst du den Kopfball ansetzen. Sehr guter Abschluss. Ein schönes Tor.
Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Nikolai Müller. Aaron Hunt. Northby. Holtby. Nikolai Müller. Aaron Hunt. Australia. Holtby. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Nikolai Müller. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Diekmeier. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Gute Flanke. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Minuten sind rum und das Halbzeitergebnis war so ganz sicher nicht vorherzusehen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Egal. Da kommt der Schuss. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Egal. Dahoud. Und da kommt er an den Ball. André Hahn. Wendt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Zweitsch. Holtby. Diekmeier. Dürmitsch. Er zieht ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Gefährliche Flanke. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Schuss. Der Ball geht rein, aber sie sind weiter deutlich hinten. Da macht der Torhüter gar nichts. Der Ball schlägt direkt unter der Latte ein. Da gab es wirklich nichts zu halten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Holtby.
Kostjole. Und nun ein Schuss. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er selbst. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Natürlich kommentieren wir auch diese Partie sehr gerne. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. André Hahn. Nordfight. Schöner Pass. Da zieht er ab. Der wäre gut gekommen. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Katscher. Diekmeier. Die Gäste werden wechseln. Schöne Flanke. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Da sehen wir also den nächsten Gegner des HSV. Es geht gegen den ersten FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Wenn Sie da bestehen wollen, dann müssen Sie über sich hinauswachsen. Aaron Hunt. Holtby. Macht er ihn. Jetzt zeigen sie immerhin Charakter und versuchen zumindest wieder etwas ranzukommen. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Dirmitsch. Einwurf.
Xhaka. Xhaka. Sehr gut reingespielt. Oh, ein Eigentor. Da der Pech, Eigentor. Ah, und das sieht natürlich immer unglücklich aus. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Eigentore sind immer ein bisschen kurios, dieses hier auch. Holtby. Katscha. Er ist frei, da kann was draus werden. Und jetzt der Schuss. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Kurz vor Schluss, das Thema hier ist durch. Mit welcher Mannschaft bekommen Sie es als nächstes zu tun? Der kommende Gegner der Gladbacher heißt Werder Bremen. Und in Ihrer aktuellen Verfassung brauchen Sie kaum einen Gegner zu fürchten, denke ich. Da kommt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und der geht jetzt mal nicht rein. Der Torhüter ist da und hat den Ball. Endlich gelingt auch ihm mal etwas. Holtby. Schussversuch. Super gemacht vom Torwart. Es gibt Eckball. Eine klasse Ecke, aber leider der Abschluss nicht annähernd so gut. Ja, und guck, Wolf, entsprechend ärgert er sich auch. Das war eine richtig gute Gelegenheit. André Hahn. Und nun Raphael. Da kommt der Schuss. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Kleber. Aaron Hunt. Er lupft den Ball kurz an und springt über die Grätsche. Super gemacht. Da entscheidet er auf Handspiel und das könnte jetzt gefährlich werden. Oh ja, gute Freistoßgelegenheit, die hätte man unbedingt verhindern sollen. Sie versuchen noch mal ranzukommen. Hut ab vor der Moral.
gemacht. Den Ball holt er sich. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Schuss! Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz, obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Vorbei, das Spiel ist zu Ende. Sie müssen sich geschlagen geben. Das war heute einfach nichts. Da muss man dann auch einfach mal anerkennen. Der Gegner war besser drauf. Die eigene Leistung hat nicht gereicht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Er setzt sich durch und jetzt...